So, ja, OBS hat sich über den Creeper genauso erschreckt wie ich und ist einfach abgestürzt. Ja, kann man mal machen, ne? Da kommt schon wieder der nächste. Ich pack's ja nicht. Und schon wieder explodiert. Aber immerhin hat der Eisen freigesetzt. Also hat sich's wenigstens gelohnt. Ja, ich hatte eigentlich mehr Angst, dass die Explosionswelle mich jetzt da unten in die Lava wirft und alles umsonst war. Na, das war leider nicht, Gott sei Dank, nicht der Fall. Wir haben es überlebt. Also alles cool, alles cool. Eisen. Diamanten wären mir echt lieber. By the way, so nebenbei. Nur, dass es mal gesagt wurde, ne? So, war es das hier auch schon wieder. Eben da unten ist diese Lava, vor der ich Schiss habe. Da überall ist Lava. So, dann bauen wir uns jetzt mal mit einer übelst fest reingedrückten Shift-Taste mal hier rüber. Ich sehe es kommen, die ganze Arbeit war umsonst. Ich weiß es genau, ich werde noch sterben. Wenn ich hier dann auf dem Heimweg. So, da ich sowieso kein Glück habe in keiner Hinsicht mit den Diamanten, werde ich jetzt auch nicht weiter danach suchen. Ich werde mich jetzt langsam eben hier irgendwie schauen. Huiuiui. Hier waren wir doch gerade eben. Bin ich jetzt bescheuert? Dass wir eben irgendwie wieder hier einen Weg nach oben finden. Einen Weg nach draußen. Irgendwie halt. Alles cool. Habt Spaß. Ja, ist ja gut da hinten. Ich habe hier halt irgendwie komplett gnadenlos die Orientierung verloren und weiß auch nicht mehr, wo die eigentliche Höhle war, die aber hier kommen könnte. Ganz ruhig, Digga. So, also ich war hier definitiv noch nicht, weil hier überall. Ja, das hört sich an, als ob der Zombie in meinem Ohr steht. Aha. Weil hier eben überall noch die Kohle ist, also muss Biene hier gewesen sein. Ja, kleiner Zombie-Mann, ist okay, ich hab dich wahrgenommen. Hallo. Hallo. Danke fürs Sterben.
haben wir hier wohl doch noch ein kleines neues Stückchen Höhle entdeckt, ne? Also finde ich vielleicht doch noch einen Diamanten, wer weiß. Leider nur Lapis Lazuli bis jetzt.